Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem Sammelhaul. Genau, ich dachte mir, bevor ich jetzt noch tausende Hauls hochlade auf diesem Kanal, mache ich einen richtig, richtig großen, der bestimmt irgendwann mal eine Stunde geht. Und da füge ich jetzt immer Teile ein und zeige euch Sachen. Ich habe jetzt hier wieder einen großen Haufen rechts und links neben mir liegen, was ich euch jetzt zeigen wollte, was wir Neues gekauft und bestellt haben. Und ja, wenn ich jetzt danach etwas anderes anhabe, dann ist es einfach ein anderer Tag, ein anderer Zeitpunkt. Und ich wollte jetzt einfach alles zusammenschmeißen, sozusagen alles zusammenschneiden, damit einfach ein großes Video entsteht und nicht mehr ganz, ganz viele kleine, weil ich habe gemerkt, dass ihr euch langsam nicht mehr dafür interessiert. Viele Sachen werde ich euch auch nicht zeigen, die wir gekauft haben, weil ich einiges auch schon gewaschen habe und es hängt schon im Kleiderschrank. Aber ja, jetzt so die wichtigsten Sachen wollte ich euch einfach nochmal zeigen. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz, ganz viel Spaß bei diesem Sammelhaul. Und dann, ja, viel Spaß. Ja, das erste ist ein Kirschkernkissen bzw. Dinkelkissen ja, für Babys. Und das ist, sieht aus wie so eine Tropfenform hier. Seht ihr, wie so ein Tropfen? In schön altrosa und Musselinstoff. Finde ich ja richtig, richtig toll. Ein Dinkelkissen, das heißt, man tut es in die Mikrowelle und dann, wenn das Baby mal Bauchschmerzen hat oder so, kann man das auf den Bauch legen. Ja, auf jeden Fall ein Teil der Erstausstattung für ein Baby und das wollte ich euch natürlich jetzt auch nochmal zeigen. Verlinke ich euch auch in der Infobox, weil ist alles handgemacht und das finde ich bei solchen Sachen ja auch immer richtig, richtig toll. Dann bei der gleichen Firma oder beim gleichen Shop habe ich auch noch bestellt so ein Spucktuch. Aber das ist ein Spucktuch, was halt wirklich aus Musselinstoff ist. Ihr seht das, glaube ich. Das heißt, es ist wirklich richtig saugstark und richtig dick. Also man kann da nicht mal eben so durchgucken, sondern das ist halt wirklich richtig, richtig schön dick und hält einiges aus. Das finde ich bei solchen Spucktüchern ja wirklich sehr wichtig. Klar, ich habe auch einige von Kik, die haben 1 € gekostet, aber eins wollte ich haben, was so richtig, richtig schön fest ist und was auch einiges aushält. Und deswegen kam das hier mit. Wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt. Ja, dann geht's weiter mit einer Babydecke. Und diese Babydecke habe ich schon etwas länger. Die hatte ich schon, bevor ich schwanger war. Und die wollte ich jetzt auch einfach nochmal zeigen. Weil die finde ich einfach so unglaublich schön. Sie sieht so aus. Hat hier so eine puschelige Wolke. Ist hier so grau. Und auf der anderen Seite, oder hier sieht sie eben so aus. Tada! Und auf der anderen Seite ist sie so richtig, richtig plüschig, weich, also richtig, richtig toll. Und die ist von Stoff mit Z. Verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Da habe ich jetzt auch noch eine Decke bestellt mit Namen drauf. Und da freuen wir uns auch. Das ist eine ganz, ganz große. Das ist jetzt eine Decke für den Kinderwagen. Ich werde mir jetzt, denke ich, auch noch mal eine bestellen für den kleinen Hundi, der hier die ganze Zeit durch die Gegend tut. So Stoff mit Z macht wirklich richtig tolle Decken und die verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Erst recht diese Namendecken sind einfach wunderschön. Das ist jetzt wie gesagt eine für den Kinderwagen und dann haben wir eine große Krabbeldecke noch bestellt mit Namen drauf. So, dann geht's weiter, das habe ich euch glaube ich schon mal in einem Vlog gezeigt, mit einem Greifring von Mami Glück. Den finde ich so schön, weil diese Schildkröten finde ich einfach so niedlich und da musste auf jeden Fall auch etwas her. Das ist nämlich so ein, ja, so ein Silikonschildkrötchen. Da kann man richtig schön drauf rumkauen. Hier ist auch nochmal so eine kleine Schildkröte. Und genau, einfach so ein Silikongreifring finde ich wirklich ultra süß. Ja, dann wisst ihr, dass ich auf diese gehäkelten Sachen stehe. Und da muss natürlich auch so eine richtig süße Krake mit. Oder so eine Qualle, glaube ich, nennt man das. Und die finde ich auch einfach so goldig. Was so niedlich aus hier mit diesen Fransen unten. Ich bin immer wieder geflasht, wie man sowas machen kann. Aber genau, die kam dann eben auch noch mit. Die auch super süß und die rasselt auch, merke ich gerade. Wusste ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall auch ein richtig süßes Spielzeug für die Maus. So, dann bleiben wir doch bei den gehäkelten Sachen. Denn heute kam diese süße Rassel hier. Die finde ich auch so goldig. Und als ich dieses Reh gesehen habe, war mir klar, okay, so eine brauchst du auf jeden Fall. Und die rasselt auch. Ja? Guck mal, die rasselt, Oreo. Ach, die willst du auch, ne? Willst du auch so eine? Genau, und das ist so eben so ein kleines Reh oder so ein Hirsch. Mit so einem rosa Lätzchen.
Richtig niedlich. So, dann habe ich euch schon mal selbstgenähte Sachen gezeigt von der lieben Jessica. Und bei ihr habe ich jetzt noch mehr gekauft. Und zwar einmal diese süße Hose hier. Die Sachen sind alle schon ein bisschen größer. Ich glaube 74 oder so. Diese Hose hier mit diesem süßen Bärchen drauf. Finde ich einfach richtig schön, den Stoff. Und ich finde den Hosenschnitt auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich glaube, die hier ist in 74 oder so. Schätze ich jetzt mal. Dann haben wir noch eine noch größere mit diesem Stoff. Auch sehr schön mit diesem lila melierten oder so. Genau. Die ist, glaube ich, auch schon in 80, 86, würde ich jetzt mal schätzen. Und dann einmal noch diese Hose. Auch die ist in 74 mit so Sternchen drauf. Also durch Hand gemacht. Und passend zu der Hose eine super süße Mütze. Und dann noch eine extra Mütze. Den Stoff finde ich auch total schön. Die ist auch ungefähr so, ja, 74. Und dann gab es für das Kinderzimmer noch eine Wimpelkette. Die sieht so aus. Finde ich auch immer total schön. Mit so Sternchen. Hier sind so kleine Wale drauf und dann in so rosa. Und ich glaube, die passt richtig, richtig gut ins Kinderzimmer. Und da habe ich auch schon genau eine Ecke, wo sie hinkommt. Und genau, solche Wimpelketten finde ich immer total schön. Und deswegen musste so eine natürlich auch mit. Wie gesagt, verlinke ich sie euch auch nochmal in der Infobox. Aber ich habe schon mal was bei ihr gekauft und ich bin da echt begeistert. Dann haben wir noch so einen Greifring hier. Der ist auch gehäkelt mit so Öhrchen dran. Kleine Knisterohren. Die knistern nämlich so. Den finde ich auch total süß. Und das Ganze findet ihr auch auf Instagram. Ich glaube, es ist voll überlichtet. Naja, verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Weil den finde ich auch total toll. Mit diesen Knisterohren hier. Dann gab es noch selbstgenähte Kleidung von Maminimo. Und zwar gab es da einmal so eine richtig große Hose. In, glaube ich, auch schon 80, 86. Auch ein richtig toller Stoff. Und dann gab es noch eine Mütze. Die sieht so aus. Die ist auch schon etwas größer. Und natürlich noch passend zur Hose ein Halstuch. Ich finde den Stoff ja total schön. Und auch das gibt es bei Instagram. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Der Online-Shop ist wirklich total schön. So sieht das Ganze aus. So, dann geht's weiter mit selbstgenäht. Und zwar habe ich bestellt so einen Pullover hier. Der ist auch schon etwas größer und das habe ich gemacht, damit die Kleine den wirklich lange tragen kann. Und hier ist unten so ein gesticktes Mädchen drauf. Finde ich richtig, richtig schön, solche gestickten Sachen. Und das Ganze ist von gestickt und zugenäht. Finde ich total cool, den Shop-Namen. Und das ist eben so ein grauer Pullover. Hat keine Bündchen und so und sieht einfach sehr schlicht aus. Und dann eben mit diesem Mädchen unten dran. Finde ich einfach auch total süß. Ja, dann habe ich schon eine Mutterpasshülle, aber natürlich braucht meine kleine Maus auch ein U-Heft. Und das U-Heft bekommt man ja immer, wenn die kleine Maus auf der Welt ist, direkt nach der Geburt. Und da muss natürlich auch eine U-Heft-Hülle her. Und ich habe so schöne Sachen auf Instagram gefunden. Und ich wollte euch unsere U-Heft-Hülle natürlich auch nochmal zeigen. Die kam jetzt auch vor kurzem erst an und ich finde die einfach so schön. Also das ist einmal hier so ein Filz. Und dann ist hier so ein Mädchen drauf gestickt, wie bei dem Pullover gerade. Hier steht ein U-Heft drauf und dann sind hier so Pailletten. Die sind eigentlich so weiß, genau so sind die eigentlich. Aber in der Kamera sehen die jetzt unter Rosa aus. Aber genau, die reflektieren eben auch so ein bisschen. Und ich finde es einfach so süß, diesem Mädchen. Und dann haben wir hier auch noch so einen, ja, Verschluss, also damit man die halt nicht mehr aufbekommt. Und da steht auch der Name von der Maus drauf. Finde ich auch richtig schön. Und von innen ist die dann auch so richtig schön aufgeteilt, dass hier auch noch so ein paar andere Sachen reinpassen. Zum Beispiel der Impfpass, der kann hier noch rein. Hier oben ist noch ein Fach. Und hier kommt eben dann das U-Heft rein, damit es nicht kaputt geht und keine, ja, Schaden davon nimmt, wenn es mal in der Handtasche landet. Man muss es ja doch ganz schön oft benutzen, das direkt am Anfang, wenn man immer zum Kinderarzt, zu den ganzen U-Untersuchungen muss. Und ich finde da so eine U-Hefthülle total praktisch und das ist ja wohl richtig schön, oder? So, dann geht es mit etwas ganz, ganz Großem weiter, wo mein Hund auch schon voll drauf abfährt. Und zwar ist das ein Spielbogen, wie ihr seht. Ich kriege den hier gar nicht ganz rauf, deswegen zeige ich ihn euch mal so grob.
So ein Spielbogen, so sieht der aus. Der ist aus Holz. Hier oben ist er so weiß angemalt. Und dann hat er hier so drei Spielzeuge. Einmal so noch mit einer Glocke, alles aus Silikon. Elefant aus Silikon. Hier ist auch noch mal so eine Glocke und so eine Rose. Finde ich super schön, solche Spielbögen, weil die eben ja individuell sind und einfach ja total schön. Ich liebe ja diese Sachen, die einfach sind und nicht so überdreht. So, dann habe ich noch ein ganz, ganz tolles Paket für euch. Und zwar ist da einmal so ein Teddy drin gewesen. Dann hat sie uns eine Schnullerkette mit reingelegt. Auch total süß. Und dann habe ich bestellt einmal einen Schlafanzug oder ein Overall. Der ist in 50, 56. Ich finde den so unglaublich goldig, Leute. Ist der nicht unglaublich süß? Mit hier so einer kleinen Schleife dran. Und komplett zum Aufknöpfen finde ich super süß. Dazu gab es dann einmal die passende Mütze. Auch die hier so schön mit Schleifchen. Und dann gab es noch ein Set, was ich richtig, richtig schön finde. Und Leute, ihr müsst mal auf ihrem Instagram-Account vorbeischauen. Die Sachen sind so schön. Sie macht das nämlich alles selber. Und genau, das ist einmal so ein weißer Pullover mit so einer Schrift drauf. Auch eine richtig schöne Krone. Also echt richtig, richtig schön hat sie das gemacht. Finde ich wirklich total niedlich. Und passend dazu gibt es noch eine Hose. So als Set. Die finde ich auch so unglaublich süß, diesen Stoff. Also da hat sie mir echt nicht zu viel versprochen. Die Sachen sind wirklich super goldig. Und hier ist auch nochmal ihr Logo drauf. Mimo heißt sie. Und da könnt ihr auch mal auf jeden Fall in der Infobox schauen, weil die Sachen sind echt ultra süß. Und dann gab es noch, was ich auch richtig toll finde, ein Schmusetuch. Das sieht einmal auf der Seite so aus. Auf der anderen Seite steht ihr Name drauf. Finde ich auch richtig, richtig schön. Und auch was total Besonderes. Erstmal der Stoff mit diesen, die haben dieser Galaxie ist total schön. Und dann halt eben, dass ihr Name drauf ist. Finde ich immer noch was ganz Individuelles und total schön. Und dann gab es noch, so ein Riesenberg hier, so ein Spucktuch für die Schulter. Das kann man sich hier so rüberlegen. Und das ist auf der einen Seite aus Muselin und die andere Seite ist so richtig schön kuschelig. Dann machen wir weiter mit einem richtig tollen Paket. Und zwar habe ich mich total in diese gehäkelten Schildkröten verliebt. Die sind ja auch einfach so goldig. Ich glaube, ihr kennt unsere Spieluhr. Und nun habe ich mir noch etwas anderes gekauft. Und zwar erstmal eine super süße Schnullerkette mit diesen Schildkröten drauf. Hier so eine gehäkelte Schildkröte. Und natürlich auch der Name mit einer Häkelperle. Und ich finde diese kleine Mini-Schildkröte so unglaublich süß. Ich habe mich so in diese Dinger verliebt. Unglaublich. Im Set war auch noch enthalten einmal ein Greifring in denselben Farben. Auch hier gehäkelte Perlen und einmal den Namen drauf. Und dann auch unglaublich süß für den Kinderwagen eine Kette mit einer Schildkröte drauf. Ist das nicht so süß? Die kann man auch hier am Rand wieder an den Kinderwagen anpassen, finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Und auch hier haben wir drei Häkelperlen und natürlich die Schildkröte hier. Die ist auch einfach so schön. Also ich bin echt richtig begeistert von diesen Schildkröten. Und verlinke euch ganz, ganz oben in der Infobox, weil ich liebe diesen Shop. Die haben jetzt sogar dieses gleiche Set auf Instagram verlost und ich bin einfach echt begeistert von diesem Shop und da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr diese Schildkröten auch so sehr liebt wie ich. Ich habe mir bereits noch mehr davon gekauft. So, dann habe ich noch eine Bettschlange für das Babybett oder für das Beistellbett, glaube ich eher, weil genau, da brauchten wir noch eine. Wir haben da noch keine und ich finde diese Bettschlange total toll. Und genau, da gab es jetzt so eine, die ist 2 Meter. Hier mit diesen Elefanten. Ich glaube, die kennen ganz, ganz viele. Das ist so ein typischer Stoff in Grau und dann mit so lila Stern und lila Punkten. Finde ich total toll. Sie ist schön dick und genau, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Hier hinten kann man das so aufmachen und dann kann man den Bezug eben waschen. Finde ich auch sehr wichtig, erst recht bei Babys, falls dann doch mal was daneben geht im Bettchen.
Aber die kann man ja auch wirklich super lange benutzen, diese Bettschlangen. Ja, einmal im Babybett und dann später auch, wenn die Kinder größer sind, als Rausfallschutz oder ja, einfach so zum Kuscheln. Die sind einfach so bequem, die Dinger. Und deswegen kann natürlich auch eine für die Maus mit. Chance. Oh ja. Oh, müde, müde. Müde, müdes Baby. Müdes Baby. Mama ist gleich fertig. Okay. So, meine Lieben, wie ihr seht und wie ich gesagt habe, ein neuer Tag und ein neuer Videoabschnitt, beziehungsweise ein neuer Sammelhaul-Abschnitt sozusagen. Ich hoffe, das offene Fenster stört euch nicht. Und zwar geht es heute, oder wollte ich euch jetzt einmal kurz Schlummersack vorstellen. Schlummersack ist eine Firma, die macht Schlafsäcke. Genau, und Schlummersack hat uns ein Paket zugeschickt. Und genau, das wollte ich euch jetzt einmal mal zeigen. Einmal habe ich einen Schlafsack von Schlummersack schon vor der Schwangerschaft gehabt. Das ist dieser hier. Der ja, gefällt mir total gut mit dem Eulendesign. Deswegen wollte ich euch den einmal kurz zeigen. Also richtig, richtig tolle Designs haben die. Das seht ihr auch gleich nochmal. Genau, der hier ist in 50, 56 ein kleiner. Und wir haben hier bereits einen von allen 54, 56. Und ich denke, wenn wir den jetzt noch haben, haben wir zwei Stück. Das reicht in 50, 56 auf jeden Fall. Der hier kommt auch mit ins Krankenhaus. Genau, und so sieht das hier eben aus. Das Schlummersack-Logo. Und dann haben wir jetzt noch einen zugeschickt bekommen in 62, 68, weil wir ja schon, wie gesagt, schon zwei haben. In 50, 56. Also ist der hier in 62, 68. Und den finde ich auch so ultra süß mit diesen Elefanten hier, mit den rosanen. Und ich hoffe, der Hund stört euch nicht. Es tut mir total leid, aber der läuft hier die ganze Zeit mit den Tapsen so auf dem Fußboden und ich will ihn jetzt umgehend aufsperren. Also falls das irgendwie stört, tut es mir leid. Genau, so sieht der also aus in 62, 68, genau das gleiche. Und bei Schlummersack ist es so, dass ihr das auch anpassen könnt. Also hier ist zum Beispiel so ein Knopf. Seht ihr den Knopf? Und damit könnt ihr jetzt zum Beispiel den Armbereich verkleinern. Jetzt zum Beispiel ist der Knopf ja zu. Den könnt ihr dann aufmachen und das ist hier eben ein bisschen breiter. Also es ist immer dem Kind sozusagen angepasst. Das finde ich auch total schön. Hier oben sind einfach zwei Knöpfe jetzt. Bei dem in 62, bei dem in 50, 56 ist hier oben nur ein Knopf. Aber der ist ja auch etwas kleiner. Das kann man dann auch verstehen. Sonst hat man hier einfach einen Reißverschluss, um das dann aufzumachen. Und genau, hat man das eben so von innen. Bei Schlummersack ist es so, dass sie keine Winter- oder Sommerschlafsäcke haben, sondern bei denen ist es so, dass die Schlafsäcke der Raumtemperatur angepasst sind, wo das Kind eben schläft. Das finde ich total schlau, weil im Winter heißt es ja nicht automatisch, dass es im Haus kalt ist, aber du kaufst einen Winterschlafsack, weil du denkst, das Kind braucht einen Winterschlafsack, aber im Haus ist es ja eigentlich genauso warm durch die Heizung. Und daran hat eben Schlummersack gedacht und hat eben verschiedene Raumtemperaturklassen und genau, arbeitet eben dann danach und nicht nach Winter, Sommer, Herbst, Frühling, sondern einfach, wenn der Raum zum Beispiel 20 Grad hat, wo das Kind drin schläft, gibt es eben einen etwas dickeren Schlafsack oder wenn der Raum etwas wärmer oder kälter ist, eben angepasst. So, des Weiteren, das wusste ich gar nicht, hat Schlummersack auch nicht nur Schlafsäcke, sondern auch zum Beispiel haben wir zugeschickt bekommen zum passend zu unserem Schlafsack ein Spieltuch oder so ein Schnuffeltuch. Hier sind so ganz, ganz viele Fäden dran. Und dann auch so ein Elefant, hier der gleiche wie auf dem Schlafsack drauf. Einfach so ein Kuscheltuch, finde ich total niedlich. Und dann haben wir hier noch einen Riesenberg an Kleidung bekommen. Auch alles passend zu unserem Schlafsack. Nämlich auch schon in 68. Ein Kurzarmbody in Grau. Die Qualität finde ich mega. Also die Qualität ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Einmal so ein Grau-Rosa einfach. Kurzarm in 68. Dann einmal der gleiche nochmal. Das waren immer so Sets, glaube ich. Und dann haben wir nochmal in 68 den gleichen, nur mit so einem, ja, Elefanten hier drauf. Und dann gab es noch in 68 einmal so ein Set mit, ja, den
ganzen Elefanten drauf, einmal in Kurzarm, noch einmal derselbe. Also Kurzarmbodies sind 68, mein Gott, brauche ich nicht mehr. Und dann gab es noch zwei Schlafanzüge, einmal in 62. Auch richtig gute Qualität, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich finde die Schilder ein bisschen zu groß. Aber die kann man ja auch abschneiden oder so. Aber sonst auf jeden Fall richtig, richtig gute Qualität mit geschlossenem Fuß. Die Füße sind allerdings ganz schön klein. Da müssen wir mal schauen, wie das dann ist. Genau, einmal den in 62 und dann noch diesen hier in 62. Gab es da auch noch zu. Und dann haben wir sogar noch Bodies in 62, wusste ich gar nicht. Langarm aber diesmal. Einmal dieser hier in 62. Dann noch diesen hier in 62. Und dann haben wir den hier noch in 62. Zum Glück zeige ich euch die gerade, weil die müssen auf jeden Fall noch in die Wäsche. Genau, und deswegen, das war jetzt alles dabei. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal genug Bodies, mein Gott. Und das war das von Schlummersack, das Paket. Wie gesagt, wenn ihr Schlafsäcke sucht, schaut auf jeden Fall mal vorbei, weil ich finde die Qualität, und die sind so unfassbar weich, finde die Qualität richtig cool. Und die haben super süße Designs. Also die haben einmal das mit den Eulen hier, das habe ich euch ja gezeigt, dann haben sie die Elefanten, dann haben sie die Elefanten auch noch für Jungs und dann haben sie noch so richtig schönes mit so einem roten Apfel-Design. Super süß, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke euch das, wie gesagt, alles in der Infobox. Ja, dann geht's weiter mit einem kleinen Paket, was ich auch bekommen habe. Du ganz kleines hier. Und zwar ist das von das Krümelkind. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Das ist, glaube ich, bei Instagram. Und auch bei Etsy. Und sie hat uns geschickt so ein kleines Set in Größe 62, 68 mit so einer Pumphose. Mit so einem Pünktchen drauf. In so einem schönen Petrol-Türkis. Also richtig schön. Dann mit einer passenden Mütze in Weiß. Richtig schön, richtig passend finde ich das. Total süß. Und was noch viel süßer ist, so ein richtig kleines Haarband hier. Mega niedlich. So, weiter geht's mit einem süßen Paket aus, nicht aus Deutschland. Ich weiß echt nicht, woher die kommen. Aber das Ganze ist von Mokka und Tonka. So sieht das Logo von denen aus, aber wie gesagt, ist auch in der Infobox verlinkt. Und von diesem Paket bin ich wirklich richtig begeistert. Die haben auch Instagram und ich habe sie auch auf Instagram entdeckt und gesehen. Hier in so einem extra Papier mit dem Logo drauf und so, total schön. Und jetzt, Leute, haltet euch fest. Unsere Tochter hat Krabbelschuhe oder Lauflernschuhe bekommen. Und zwar, ich glaube, das Modell heißt Diva oder... Miss Piggy ist es, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall haben die ganz, ganz viele verschiedene Modelle. Und die werden halt alle handgenäht, die Schüchen. Sind also alle richtig handmade. Und gute, richtig, richtig gute Qualität. So sehen die von vorne aus. Das ist ein ganz, ganz helles Rosa. Haben hier so süße Schleifchen. Und ja, sind halt auch so richtig schön dehnbar mit so einem Gummizug, damit man die eben auch richtig gut anziehen kann. Und das richtig, richtig coolste, was ich finde und was auch echt total praktisch ist im Kindergarten oder sonst wo, die Namen werden mit eingenäht. Und das finde ich richtig cool. Also hier steht jetzt auch Lia hinten drauf auf beiden Schuhen. Ist wirklich super praktisch für einen Kindergarten, außer eure Kinder haben einen Namen, wie zum Beispiel Max, und alle Kinder im Kindergarten heißen Max. Aber... ich finde das richtig cool und ich kann mir das total gut vorstellen, wenn die kleine Maus dann so läuft. Und da hinten steht einfach so ihr Name drauf. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig niedlich und verlinke euch auch auf jeden Fall in der Infobox. Versand ist super schnell, obwohl es nicht aus Deutschland kommt. Aber ich bin auf jeden Fall richtig begeistert. Ja, dann geht's weiter mit etwas, was ich auf jeden Fall haben wollte und was ich super wichtig finde bei Babys und Kleinkindern und... auf jeden Fall ein Must-Have-Produkt für die Erstausstattung. Meine Schwester hat es bei meinen Nichten nicht gemacht und der Kopf von den Kleinen ist leider sehr, sehr platt hinten am Kopf. Und deswegen habe ich hier so ein Kissen anfertigen lassen. Das ist eine, Lagekissen, Liegekissen, wo hier eben der Kopf reinkommt in diese Form und dadurch bekommt das Kind wohl keinen Plattkopf.
Das ist super wichtig, weil wenn sie die ganze Zeit auf dem Rücken liegen, ja, kriegen sie eben einen platten Kopf hinten, weil die Knochen ja noch sehr, sehr weich sind. Und ich habe mich hier für so ein richtig schönes Muster entschieden. Einmal super süß, dass es hier so eine Art Teddybär ist. Total süß mit diesen Öhrchen. Und dann ist es auf einer Seite eben hier so ein Rose Gold mit so Pfeilen. Und auf der anderen Seite dieser plüschige weiße Stoff. Richtig schön. Ihr könnt da wirklich ja, zwischen ganz, ganz vielen Stoffen entscheiden. Und ich finde es wirklich von der Qualität richtig, richtig gut. Ich bin da wirklich sehr begeistert. Dieser Stoff ist so weich, ich würde mich da selber reinlegen. Genau, das verlinke ich euch auch in der Infobox. So, und dann geht es mit einer Firma weiter. Und das ist auch das Letzte für heute. Danach geht es bestimmt noch weiter mit diesem Vlog, mit diesem Sammelhaul. Und zwar, die Firma heißt Zirpelkind. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Total schwierig, der Hund besteigt das hier auch schon alles. Genau, und zwar geht es bei dieser Firma um die Zirpe, glaube ich. Und die Zirpe ist ein Baum. Und die Späne von diesem Baum soll wohl ja gut für die Atemwege sein und auch ja einfach beim Schlafen irgendwie so ein Wohlbefinden auslösen. Und das nutzt diese Shopleiterin hier und verbaut die Sachen, also die Späne in zum Beispiel Bettschlangen, Babynestchen, diese Kokons, glaube ich, kennt ihr auch. Und ja, alles mögliche, Kuscheltiere, damit diese Kinder eben, wenn sie zum Beispiel schlafen, einfach diesen Geruch haben von, ja, der Zirpe, glaube ich. Ich glaube, es heißt Zirpe. Genau, was wir bekommen haben oder was ich mir bei diesem Shop ausgesucht habe, ist ein Fußsack für unsere Babyschale. Genau, von dem war ich so begeistert und Leute, es riecht so gut, ne? Diese Zirpe, oh Gott. Riecht unfassbar gut. Also es ist wirklich sehr wohltuend. Ey, jetzt zieht der Hund hier unten dran. Sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Genau, einmal ein Fußsack für unsere Babyschale. Hier unten seht ihr auch nochmal das Logo. Ich glaube, das seht ihr noch gar nicht. Aber ich verlinke das auf jeden Fall ganz oben in der Infobox, weil ich finde, die liebe Michi macht das auch so, so toll und die ist so, so lieb. Und genau, das hier ist jetzt der Fußsack für unsere Babyschale. Das ist mehr wie so eine Einschlagdecke, wie ihr seht, glaube ich. So, genau. Ist außen eben in diesem Waffelpiqué, in so einem Grau und in einem Baumwollvlies in ja, Altrosa, Zartrosa. Und das tut man eben in die Babyschale. Dann kann man das Baby hier so richtig schön einmurmeln. Und die Anschnaller passen hier auch durch. Seht ihr, hier hinten haben wir extra die Löcher. Und dann haben wir hier oben noch so eine Kapuze, die kann man auch aufmachen. Und dann ist der sozusagen so ein bisschen größer. Oder man macht die Kapuze eben zu, damit es oben am Köpfchen eben noch ein bisschen wärmer ist. Aber ich bin jetzt schon so begeistert. Und der wird jetzt gleich direkt nach dem Video in unsere Babyschale einziehen. Weil ich unbedingt sehen möchte, wie das mit der blauen Babyschale aussieht. Also ich bin sehr gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das euch vorstellen könnt, wie das aussehen wird oder ob das komisch aussieht. Aber ich glaube, ich denke, es wird gut aussehen. So, und das nächste, was wir von der lieben Michi bekommen haben, ist eine Bettschlange mit dem sogenannten Zirpe-Späne, mit der Zirpe-Späne. Felix und ich haben einen Insider. Und immer, wenn uns irgendwas nicht passt, sagen wir Zirpe. Aber das hat nichts mit diesem Baum zu tun oder so, sondern ich habe das einfach mal irgendwann gesagt. Und jetzt sagen wir das immer. Und das ist ja total lustig, dass es jetzt da wirklich so einen Baum gibt, der eben auch Zirpe heißt. Ja, was mir jetzt schon mal bei dieser Bettschlange auffällt, sie ist sehr, sehr schwer. Das finde ich aber gar nicht so schlecht. Weil die dann vielleicht ein bisschen länger an Ort und Stelle bleibt. So, ich habe mir jetzt diese drei Stoffe hier ausgesucht. Ich rolle die mal hier so zusammen, weil die ist echt groß. Ich glaube 2 Meter oder so. Und zwar einmal so ein Sternchenstoff hier. Dann diesen hier, den finde ich total schön, auch bei handgemachten Klamotten. Und dann natürlich wieder dieses Waffelpiqué. Ich finde das so unglaublich schön. Hier haben wir auch wieder das Logo drauf. Und so sieht die Bettschlange eben aus. Und man spürt eben auch schon, ja, dass es sozusagen Holzspäne ist. Aber es riecht so unfassbar gut. Das riecht richtig schön nach Holzspäne, aber es hat irgendwie noch so einen Nebeneffekt. Und ich finde das total toll.
Die muss heute Abend auf jeden Fall in unserem Bett schlafen, weil ich so begeistert bin von diesem Geruch. Ich finde das total toll. Und genau, hier kann man das auch aufmachen. Und man kann auch extra Bezüge bei ihrem Online-Shop bestellen. Also hier ist jetzt zum Beispiel nämlich der Innensack sozusagen. Und ich kann mir jetzt einfach, immer wenn ich der Meinung bin, okay, ich hätte mal gerne wieder was anderes, kann ich mir einfach einen neuen Bezug bestellen bei ihr. Total toll finde ich das. Und sie hat auch Spieluhren, sie hat auch Kuscheltiere und ja, ganz, ganz viele tolle Sachen an sich. Und die Entscheidung da in dem Shop ist wirklich sehr, sehr schwer, sich da ja eine oder zwei Sachen auszusuchen. Genau, die steht bis heute Abend bei uns im Bett. Ich bin mehr als begeistert. So, meine Lieben, anderer Hintergrund, anderer Tag. Es geht weiter mit unserem Sammelvlog. Heute die letzte Frequenz, würde ich mal sagen. Ja, wir haben wieder einiges bekommen und gekauft und ich wollte jetzt einfach alles mal zeigen. Als erstes haben wir uns bestellt einen super süßen Kuschelhasen. So sieht der aus. Ihr wisst ja, ich stehe total auf dieses Musselin. Und genau, deswegen haben wir hier so ein Kuscheltuch, Kuschelhase, komplett aus Musselin mit so einem kleinen Köpfchen, mit Gesicht und natürlich richtig langen Hasenohren. Und was auch richtig cool ist, den Namen Lea. Und hier hinten haben wir so irgendwo noch, genau, so einen kleinen Anker drauf. Finde ich einfach so unglaublich süß und ja, denke ich, wird ein richtig schöner Begleiter für die Maus sein. Ich liebe einfach dieses Musselin. Das kann sie auch gern voll spucken und so. Das kann man richtig gut waschen und ja, finde ich einfach super niedlich. Ihr könnt da wirklich bei dem Shop die Schriftart natürlich auswählen, den Namen. Ihr könnt die Farbe, das Gesicht sozusagen, könnt ihr alles frei auswählen. Aber ihr wisst ja, ich verlinke euch alles in der Infobox. Und genau, das erste Teil ist eben diese süße Hase. Dann geht es weiter mit Musselin und zwar einmal mit so einem coolen Dreieckstuch. Das ist in so einem schönen Pink. Hat hier so eine süße Wolke drauf und auch wieder den Namen. Und sieht auch richtig cool aus und ist dann eben so zum Zubinden, so als kleines Halstuch. Richtig niedlich. Und passend dazu haben wir noch so ein Nuckeltuch. Ebenfalls mit der Wolke drauf und dem Namen. Und das, ja, entweder zum Kuscheln oder, ja, als Spucktuch einfach. Super praktisch, doppelseitig. Musselin, also auch echt richtig schön dick und flauschig. Und, ja, gab's dann auch nochmal. Oh, ich bin ein bisschen krank, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Es geht aber weiter mit Waffelpiquet. Und ihr wisst ja, Musselin und Waffelpiquet ist bei mir so richtig oberste Must-Have. Und zwar haben wir uns eine Babydecke bestellt. Bei mir ist aufgefallen, ich habe gar keine richtigen Babydecken, die ich so ja mit Lia verbinde. Also wir als Kind hatten immer alle eine Babydecke. Und die haben wir auch heute noch. Die hat unsere Mama uns damals einfach alle gegeben. Wo wir halt so als Baby drin lagen. Und das wollte ich für meine Maus auch. Und deswegen habe ich mir diese schöne Decke hier bestellt. Hier ist jetzt ein Fussel drauf. Also nicht wundern, das ist kein Fleck oder so. Und zwar ist die in so einem Flieder-Waffelpiquet. Und hat hier am Rand, beziehungsweise auf der kompletten Innenseite, ja so ein Noppenstoff, sag ich mal, super weich. Und wie ihr hier auch schon gesehen habt, ist hier auch wieder der Name drinne. Finde ich auch richtig schön. Die Decke ist auch schön groß. Also nicht zu groß. Ist halt so eine normale Babydeckengröße. Aber so ungefähr. So groß ist die ungefähr. Und ich finde die echt richtig, richtig schön. Verlinke ich euch auch mal in der Infobox. Und was uns der Shop auch noch beigelegt hat, sind so zwei, ja, Greiflinge, Spielgreiflinge mit so Riesenohren. Ich finde die ja total faszinierend. Und total schön, ja, auch hier wieder mit Waffelpiquet in Grau. Wie gesagt, mit so riesen Ohren. Können die richtig schön drauf rumkauen, drauf rumbeißen und sabbern. Ich glaube, das ist total praktisch, wenn sie anfangen zu zahnen oder so, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Und einmal mit so einem schönen Blumenmuster. Dann habe ich noch ein Mobile gesucht. Und zwar
habe ich mir dieses hier ausgeguckt. Das habe ich bei Etsy gefunden. Und ich finde das total schön wegen den Farben. Also ich wollte nicht so was ganz Rosanes haben, sondern ich wollte was, ja, was so ein bisschen gemischt ist. So ein bisschen anders als rosa. Und ich finde diese Kombination mit Blau und Grün, Rosa und Weiß total schön. Und habe mir deswegen das hier bestellt. Das ist echt total schön. Ja, dann habe ich mich auch noch in einen Shop verliebt. Und wer kann sich denn bitte nicht in diesen super süßen Pullover verlieben? Der ist jetzt auch schon ein bisschen größer. Ich schätze ihn mal auf 86. Steht jetzt, glaube ich, keine Größe drin. Also ist schon etwas größer, so 80, 86. Aber der war einfach so schön, den musste ich haben. Da kann man die Ärmel umkrempeln. Das heißt, er wächst auch richtig schön mit, so ein bisschen. Und hat dann eben so richtig coole Ohren hier. Hat ein Gesicht, was nicht weggeht, denke ich mal. Also das ist auf jeden Fall richtig fest drin. Und hat eben mal so richtig weiche, kuschelige Ohren. Also ganz flauschig. Und finde ich einfach so süß hier unten noch mit dem kleinen Lederlabel. Einfach so schön. Und passend dazu gab es dann noch ein großes Dreieckstuch aus Muselin. Wie soll es auch anders sein? Das könnte ich mir auch total gut als ja, so eine Art Kopftuch vorstellen. Machen ja auch ganz viele im Sommer. Finde ich das auch total praktisch, weil es eben auch so schön groß ist. Gab es eben noch passend dazu. Und dann gab es auch noch passend in derselben Farbe so eine kleine Mütze mit so einer Schleife. Finde ich mega süß. Auch hier wieder mit diesem kleinen Lederlogo. Auch einfach mega süß. Kann ich mir auch total gut vorstellen, wenn sie das dann alles so im Set anhat. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch in der Infobox. So, dann geht's weiter mit etwas ganz Großem, was ich hier mal vor die Kamera hieven muss. Und zwar haben wir uns auch noch ein Nestchen bestellt. Tada, das sieht so aus. Das ist jetzt etwas größer. Wir haben nämlich schon ein Nestchen. Das weiß ich gar nicht, ob ihr das schon kennt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen klein. Also nicht viel kleiner, aber ich würde sagen ungefähr so hier. So ungefähr. Und ich ja, habe mich noch ein bisschen schlau gemacht und habe mich dann bei Pink Clouds bin ich fündig geworden, sozusagen. Nach einem etwas größeren Näschen, aber auch nicht zu großen Näschen. Pink Clouds hat nämlich noch ein XL-Nestchen. Aber ich wollte eben das normale und habe mir dieses hier ausgesucht. Das ist hier drin mit so rosa und Wolken. Und außen ist es so in grau Waffelpiqué. Also richtig schön. Und hier unten haben wir noch so eine richtig schöne Schleife dran. Womit man das Ganze dann eben noch verstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das gut seht. Genau. Und da haben wir eben jetzt noch das Kleine. Wo die kleine Maus reinkommt, wenn sie eben ganz, ganz klein ist. Weil das ist wirklich sehr eng. Und hier kommt sie eben rein, wenn sie aus dem anderen sozusagen rausgewachsen ist. Weil hier hat sie oben auch viel mehr Platz. Und genau. Finde ich aber auch super schön und verlinke euch auch in der Infobox. So, dann geht es weiter mit einem Paket, was heute erst angekommen ist. Und zwar ist da einmal so ein süßer Elefant bei gewesen. Selbst genäht, natürlich. Und ich finde es einfach so süß mit den, hier, mit den Öhrchen hier. Einmal, der soll dann nachher schön in die Kuschelecke von der Maus. So ein schönes Kuschelkissen ist das. Und passend dazu gab es dann noch ein riesengroßes L. Natürlich für Lia ein riesengroßes L in dem gleichen Design. Außen ein richtig schönes Kuschelkissen. Kann ich mir auch richtig schön vorstellen. Hinten in der Kuschelecke, da wollen wir ja so eine schöne Kuschelecke in ihrem Zimmer machen. Und ich denke, da passt das total gut. Und ist ja auch einfach was Schönes, so seinen Namen sozusagen zu haben und dann mit dem Namen kuscheln zu können. Ich hoffe, das stört euch hier nicht. Und dann gab es noch für die Kinderzimmerwand auch passend dazu einmal ihren Namen als Kette. Haben wir hier einmal Lia, wenn sich das A mal drehen würde. Einmal das L hier in so einem richtig schönen Blumenstoff. Das I in demselben Stoff wie die anderen Sachen und auch das A in demselben Stoff. Ja, finde ich auch richtig schön. Und ja, kann ich mir auch richtig gut vorstellen, wenn es denn so an der Wand hängt.
So, dann weiß ich nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber auf Instagram haben wir euch gezeigt, dass wir unten im Wohnzimmer meiner Eltern, also in der Wohnung meiner Eltern, im Haus meiner Eltern, ein Laufgitter aufgestellt haben. Das ist von Roba. Das haben wir ganz am Anfang der Schwangerschaft schon gekauft. Und das habe ich eben da unten hingestellt, weil ich sehr oft unten bei meinen Eltern bin, natürlich mit der Maus. Und ja, wenn ich unten bin, dass die kleine Maus einfach ein Ort hat, wo ich sie ablegen kann. Da ist auch schon ihr Spielbogen drin und so. Und dafür habe ich jetzt noch eine Bettschlange gekauft oder bestellt. Und ja, die finde ich ganz sehr schlicht und sehr schön. Und das ist auch sehr wichtig, weil unten im Wohnzimmer bei meinen Eltern ist es eben sehr schlicht und einfach. Und wenn ich da jetzt so ganz viel buntes Zeug hätte oder reingebracht hätte, ich glaube, dann wäre mein Vater nicht so glücklich gewesen. Also, habe ich hier so eine ganz schlichte, schöne Bettschlange bestellt. Die ist hier mit so ein bisschen Aprikot. Aber sonst ist sie eben so grau und weiß und finde ich echt richtig schön. Hat auch eine richtig gute Größe, also ist nicht zu groß. Und die kommt jetzt eben in den Laufstall noch dazu, dass sie es einfach am Rand so ein bisschen bequemer hat. Oder wenn sie eben noch ganz klein ist, dass man sie da richtig schön einengen kann, sozusagen wie so ein Nestchen. Die Babys mögen das ja am Anfang sehr gerne und dementsprechend habe ich jetzt die extra nochmal anfertigen lassen für das Wohnzimmer. Aber die liebe Gabi hat uns noch mehr zugeschickt und zwar einmal ein Rasselball, Spielball. Richtig cool. Hier oben mit so einem Häkelring. Und so mit ganz vielen Zeug. Und natürlich rasselt er. Und hier steht auch noch ihr Name drauf. Den hat sie uns einmal angefertigt. Richtig schön. Dann hat sie uns auch eingepackt eine Hasenrassel. Die hat sie selber gehäkelt. Auch mega süß hier mit diesen beiden Schleifchen an den Ohren. Auch die rasselt natürlich. Und passend zur Bettschlange hat sie uns hier eine so eine Windeltasche gemacht. Alles in dem gleichen Design. Hier ist noch so ein Lätzchen drin, auch mega süß. Hier sogar extra mit so einem Bändchen für den Schnuller. Also richtig schön. Und auch hier ist eben der Name mit drauf. Finde ich mega schön. Hat sie uns auch extra eingepackt. Dann gab es noch ein Set von ihr. Einmal aus so einer rosanen, schönen Pumphose. Die Füße kann man oder die Beine kann man auch richtig schön verlängern, sodass sie richtig schön mitwächst. Einmal so richtig knallig in rosa. Passend dazu eine Mütze, wieder mit so einem Schleifchen oben drauf. Finde ich auch einfach mega süß. Und dann hat sie uns extra noch so ein Halstuch, ebenfalls mit dem Namen der kleinen Maus und so einer Schleife eingepackt. Finde ich einfach so schön. Es ist so dezent, aber es ist so schön. Und ich kann mir total gut vorstellen, mit so einem weißen Body dieses Set dann. Finde ich einfach mega süß. Und ich bin ihr einfach so dankbar, liebe Gabi, falls du es siehst. Ich liebe dieses Paket. Und ich zeige dir mal, was da noch drin ist. Dann gab es nämlich noch einen Strampler. Den hat sie uns noch mit eingepackt. Der ist in 62. Hat hier so eine richtig süße Schleife. Und hier auch noch so ein kleines Bändchen dran genäht. Einfach so süß und dieser Stoff ist auch so schön. Also da bin ich auch richtig, richtig zufrieden. Und passend dazu gab es sogar noch so ein Haarbändchen. Dann gab es noch ein Set aus einem richtig süßen Pullover mit so kleinen Panda-Bären drauf in 56. Mega süß. Dann noch eine passende Hose dazu in schwarz. So eine Art Leggings, würde ich sagen. Und dann gab es dazu passend auch noch ein Haarbändchen in so rosa. Finde ich, passt total gut. Also sie hat sich da echt Gedanken gemacht. Finde ich einfach mega, mega klasse. Dann gab es noch eine Babydecke. Die ist ziemlich klein, wie ich finde. Also gucken, sie passt sogar fast auf die Kamera. Aber das finde ich auch richtig gut. Weil so eine haben wir tatsächlich noch nicht. So eine richtig kleine, feine Decke. Auf der einen Seite mit Wolken, auf der einen Seite mit Waffelpiquet. Und natürlich hat sie auch hier wieder den Namen drauf geschrieben oder reingestickt. Finde ich mega, mega cool. Also von der Decke bin ich wirklich mega überzeugt, weil die Größe auch einfach so perfekt ist und mit dem Namen finde ich das einfach so süß. Ja, dann hat sie uns noch eingepackt eine Mütze mit so Pferdchen drauf. Das ist schon eine sehr, sehr große Mütze und passend dazu so ein Loopschal, den man so... Dann gab es noch so ein süßes Herzchen hier. Und auch da steht der Name drauf. Finde ich auch mega süß. Entweder
Habe ich schon gesagt, für mein Auto. Oder hier einfach ins Kinderzimmer, so als kleines Detail, finde ich einfach so goldig. Und dann gab es noch einen mega süßen Overall. Ich bin mega geflasht. Einmal so ein komplett Einteiler mit Öhrchen natürlich und so richtig süßen Schildkröten drauf. Mega süß, kann man hier richtig schön aufknöpfen. Komplett und ja, mega, mega süß. Und das letzte Set hat uns völlig überzeugt. Und ich bin echt mehr als begeistert. Und Felix ist auch mehr als begeistert. Und der ist wirklich bei Babysachen schwer zu begeistern. Aber er ist so glücklich. Einmal diese Jacke hier mit diesen Eulen drauf. Mega süß. Natürlich zum Aufmachen. Und innen ist sie eben komplett in so einem, ja, Senfgelb-Grün irgendwie. Ja, so eine ganz komische Farbe, aber mega schön. Und dann gibt es hier sogar noch so süße, spitze Öhrchen. Einfach so unglaublich goldig. Also diese Jacke wird auf jeden Fall eine unserer Favoriten. Passend dazu gab es eine richtig mega süße Mütze. Hier auch noch einmal mit ihrem Lederlabel drauf. Auch der Schnitt, den finde ich einfach so schön. Und natürlich gab es noch passend eine Hose, die man hier oben schön erweitern kann. Und ich denke, das wird so ein mega cooles Set, wenn die kleine Maus denn das so komplett anhat. So, mein Lieben, und das letzte musste ich jetzt gerade mal hier hinter die Kamera oder vor die Kamera hieven. Es ist nämlich so unglaublich riesig, das hätte ich niemals gedacht. Und zwar haben wir uns eine Krabbeldecke von Stoff mit Z gekauft. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, diese Firma, aber ich sage immer Stoff mit Z. Nämlich, ja, werden sie so geschrieben, einfach Stoff mit Z. Wir haben uns eine Krabbeldecke gekauft, bestellt. Und sie hat auch den Namen drauf, der Babymaus. Und hat irgendwo, sie ist wirklich so riesig, hier auch noch so eine richtig süße Kuschelwolke. Die ist richtig, richtig weich. Und wir haben sie hier in diesem Rosa mit diesen Sternchen. Dann einmal so hier so gestreift. Oder ja, gestreift. Hier etwas größer gestreift. Und noch so Punkte. In diesem Design haben wir die Decke genommen. Hier seht ihr einmal das Logo. Stoff mit Z. Und auf der Rückseite ist sie in so einem grauen Vlies. Und das Coole daran ist, dass durch dieses Vlies ja, rutscht die Decke nicht auf dem Boden hin und her. Also wenn die Babys zum Beispiel drauf krabbeln, rutscht die nicht hin und her. Das finde ich ja bei diesen Krabbeldecken immer so schwierig. Aber das tut sie nicht. Da könnt ihr mal auf Instagram schauen. Da haben die sogar sozusagen ein Beweisvideo. Haben die nämlich extra anfertigen lassen oder extra gemacht. Und genau, die ist auf jeden Fall mega groß. Ich glaube, über 2 Meter mal irgendwas. Also echt mega. Und natürlich auch echt super dick und super flauschig zum Krabbeln. Und ja, also wir sind auf jeden Fall auch schon große Fans. Und das wird auf jeden Fall nicht die letzte Decke sein, die wir von denen bestellen. Wir haben ja bereits eine Babydecke, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Aber jetzt diese Krabbeldecke, die wird auf jeden Fall auch hinten in der Kuschelecke ihren Platz finden. So, meine Lieben, und das war's. Das war der wirklich XXL, XXXXXL, Baby Haul. Baby Haul. Ich hoffe, es war auch echt der letzte. Wir haben so viel Zeug schon, aber wir sind einfach auch so glücklich mit den ganzen Sachen. Und man kann sich bei, ja, den rosanen Sachen ja auch wirklich doof kaufen. Aber ja, ich hoffe, ich konnte euch auch ein paar Shops näher bringen und vielleicht habt ihr auch einige Sachen davon selber gebraucht oder einfach noch im Kopf gehabt. Oder ich konnte euch einfach überzeugen von den Dingen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!